Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Hochsensitivität oder auch Hochsensibilität. Vielleicht zählst du dich auch dazu oder vielleicht weißt du noch nicht ganz, ob du dich dazu zählen kannst. In diesem Video zeige ich dir 10 Probleme, die nur hochsensitive Menschen verstehen. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, eine Wertschätzung, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere das Klingelzeichen. Danke. Hochsensible, hochsensitive Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Umfeld viel tiefer wahrnehmen. Sie steigen tiefer in ihre Emotionen ein, in ihre Gefühle. Sie können hinter die Kulissen blicken. Sie spüren Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht so schnell spüren. Und das kann auf der einen Seite, es ist eine große Gabe, auf der anderen Seite, gerade in unserer lauten Welt, führt es oftmals zu Problemen, weil unsere Welt nicht auf hochsensitive Menschen, hochsensible Menschen ausgelegt ist. Ich korrigiere mich ganz kurz, unsere Welt schon, aber nicht unser System, in dem wir leben. Hochsensibilität, Hochsensitivität ist eine Gabe, ein Geschenk, keine Bürde. Und wichtig ist, dass du damit lernst, wie du mit diesen Gaben, wie du eben mit dieser erweiterten, tieferen Wahrnehmung umgehen lernst, um sie für die Menschen, für diese Welt einzusetzen. Weil wir kommen nicht ohne Grund mit verschiedenen Gaben. Jeder hat seine Talente, seine Potenziale auf diese Welt, wo ich eben auch in vielen anderen Videos eingehe. Wenn du daran interessiert bist, dann biete ich eine Ausbildung dahingehend an auf meiner Seite zur Higher Self, intuitiven Higher Self Coach und Heilerin der neuen Zeit. Nun die 10 Probleme, denen du wahrscheinlich als hochsensitiver, hochsensibler Mensch schon begegnet bist. Nummer 1. Laute Geräusche. Du kannst laute Geräusche nicht ertragen. Geht es dir vielleicht auch so, dass wenn ganz laute Geräusche sind, dein Umfeld laut ist oder du in Menschenmengen auch bist, dass es dir nicht gut geht dabei, dass du diese Geräusche bis in die letzte Wurzel wahrnimmst? Das ist das Problem, weil wir als hochsensitive Menschen einfach jegliche Schwingung tiefer aufnehmen. Und Geräusche sind Schwingung, laute Stimmen sind Schwingung und wir nehmen das einfach tiefer auf. Und deshalb fällt es uns oftmals schwer, einfach in lauten Umgebungen zu sein oder auch bei Konzerten in Menschenmassen zu sein. Punkt 2, die Überemotionalität. Du nimmst Dinge einfach tiefer wahr. Und dadurch fühlst du und spürst du sie natürlich auch tiefer. Was so viel bedeutet, du lässt die Gefühle zu einem Thema viel, viel tiefer an dich ran, weil du sie tiefer wahrnimmst. Und das sind nicht nur vereinzelte, also du kannst dich wahrscheinlich auch schwer abgrenzen, sondern das sind sehr, sehr viele Gefühle. Und deshalb fühlst du dich oftmals emotional überrannt, weil du einfach so viel aufnimmst und so viel wahrnimmst. Ein Zeichen davon ist natürlich auch die Empathie zu anderen Menschen und gleichzeitig aber auch das Gefühl, sich schwer von den ganzen Wahrnehmungen zu trennen und deshalb in sich eine emotionale Ladung zu haben und nicht wissen, wie man damit umgehen kann. Punkt 3. Du weißt mehr als andere. Das ist kein Problem. Erstmal, du spürst einfach die anderen. Du nimmst schon, bevor jemand etwas sagt, nimmst du wahr, was demjenigen vorgeht. Und vor allem, du spürst, was zum Beispiel der fehlende Baustein ist in dem Problem, was der andere gerade hat. Das ist ein großes Potenzial, kann aber zu einem Problem werden, weil wir oftmals dann versuchen, den anderen das zu sagen oder mitzuteilen. Und was der andere, was es beim anderen auslöst, ist natürlich ein Triggerpunkt. Ein Triggerpunkt, weil das Ego angekratzt ist, dass du etwas anderes oder besser weißt und es dann auf Widerstand stößt bei dem anderen, weil er vielleicht noch nicht bereit dazu ist, das Problem zu lösen, weil der andere vielleicht eher noch mehr in seinem Problem sich ausbaden möchte und weil du vielleicht auch versuchst zu bekehren, weil du es natürlich weißt, du spürst es einfach, du weißt, was hier das Problem ist, du weißt, was hier
der fehlende Schlüssel ist, um dieses Problem zu knacken. Und das führt oftmals dann zu Diskussionen, zu Streit und zu Auseinandersetzungen. Wichtig ist hier als kleiner Tipp eben immer auch abzufragen, steht es jetzt an, dem anderen die Lösung zu sagen und ist er, der andere, überhaupt daran interessiert, wirklich eine Lösung zu finden? Also möchte er wirklich deinen Rat und da auch deinen tieferen Rat, weil du natürlich die Dinge mehr und tiefer wahrnimmst. Punkt 4 ist, du fühlst dich stärker getriggert von Gewalt und Ungerechtigkeit, weil du einfach Gewalt und Ungerechtigkeiten auch tiefer spürst und wahrnimmst. Und das gilt auch bei Filmen, also Horrorfilme oder Krimis oder so triggern dich einfach mehr. Du nimmst sie einfach stärker auf. Deshalb sollten sich hochsensitive Menschen einfach sowas gar nicht mehr reinziehen im Fernsehen. Alles andere ist, wenn du Gewalt oder Ungerechtigkeiten, sei es Gewalt zum Kind oder so, auf der Straße siehst, dann ist in dir ein großer Widerspruch. Du kannst nicht einfach so weggehen und das ausblenden, sondern du fühlst es einfach viel, viel stärker. Und in dir kommt dann das große Problem auf oder das große Thema, was mache ich denn jetzt? Und du fühlst dich dann wiederum schlecht, sagst du nichts, aber hast vielleicht auch nicht den Mut, etwas zu sagen oder hast vielleicht auch die Angst, etwas zu sagen. Und all das führt zu großen, großen Ungereimtheiten in dir. Punkt Nummer 5. Hochsensitive Menschen fällt es schwerer, Dinge loszulassen, auch sein zu lassen oder einfach geschehen zu lassen. Wahrscheinlich geht es dir auch so, dass die Trennung von vor 3 Monaten sich so anfühlt, als ob sie gestern geschehen ist. Oder der Tod von deinem Hund vor 1 Jahr so ist, als ob er letzte Woche passiert ist. Warum? Weil hochsensitive Menschen die Dinge intensiver fühlen und die Emotionen tiefer zulassen und es deshalb schwieriger ist, sie zu durchdringen und es länger Zeit braucht. Punkt Nummer 6. Hochsensitiven Menschen fallen Veränderungen schwerer. Sie lieben die Routine, weil sie da schon ihr Umfeld kennen. Sie fühlen sich geborgen. Sie kennen die Menschen. Sie haben das alles schon durchdrungen. Jegliche Veränderung müssen oder durchdringen hochsensitive Menschen intensiver mit ihrem ganzen Sein. Sie müssen die Lage sozusagen erst intensiver auschecken, damit sie sich fallen lassen können. Gerade bei hochsensitiven Kindern, denen du mehr oder Neues zeigen möchtest, ist es wichtig, dass du ihnen Zeit gibst und vor allem als Eltern ihr liebevolles, geborgenes Umfeld, das sie kennen, schaffst oder kreierst, während sie das Neue entdecken. Also, dass du einfach länger dabei bleibst, wenn sie jetzt zum Beispiel eine neue Sportart ausprobieren, dass du einfach da bist, weil sie kennen dich, sie haben dich durchdrungen, du bist der Anker, du bist ihr Anhaltspunkt, damit sie die Fühler ausstrecken können und eben das Neue mit ihrem Ganzen, mit ihrer ganzen Seinsebene mehr durchdringen können. Punkt Nummer 7. Hochsensitive Menschen reagieren stärker auf Kritik und Konflikte. Sie sind eine der sanftesten und zartesten Menschen, die es überhaupt gibt. Und deshalb, wenn du laut die Stimme erhebst, fühlen sie das, spüren sie das. Diese Stimme geht bis in sie hinein. Und sie spüren aber auch gleichzeitig dich. Sie spüren diese Energie des Hasses, des Zornes, der Wut. Und gleichzeitig aber spüren sie auch diese Falschheit, wenn sie etwas falsch gemacht haben, in sich selbst so stark. Und deshalb reagieren sie dann meistens auf 2 verschiedene Arten. Entweder sie brechen in Tränen aus, sie sind gar nicht mehr ansprechbar, weil sie komplett am Boden zerstört sind, komplett fertig sind. Oder sie gehen ins extreme Gegenteil, weil sie diese inneren Konflikte, diese inneren Gefühle nicht mehr aushalten und reagieren dann sehr harsch, sehr stark und sehr böswillig auch dagegen. Wenn man laut die Stimme erhebt, kann man sie also sehr stark verletzen. Und oftmals passiert es dann, dass sie dann ausgespottet werden, du Weichei oder du Memme oder was auch immer. Dabei ist in ihnen ein großes Gefühl, ein großes emotionales Chaos entstanden dadurch. Punkt Nummer 8. Hochsensible Menschen können mit Druck nichts anfangen. Bei Druck sperren sie sich, bei Druck kommen sie komplett
bei äußerem Stress und Druck kommen sie komplett in eine, ja, wie ein Brett vor dem Kopf. Warum? Weil sie sehr kreativ sind. Sie haben ihr eigenes Tempo. Sie fühlen das, was sie tun in dem Moment. Und jeglicher Druck, Zeitdruck bringt sie komplett aus dem Konzept und sie können es nicht mehr fühlen in ihrem Tempo. Sie können es nicht mehr durchdringen. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, als hochsensitiver Mensch, dass du, wenn du dabei bist, bei einer Sache wirklich, wirklich dabei bist und das komplett mit all deinem ganzen Wesen durchdringst. Und wenn dann von außen ein Zeitdruck kommt oder ein Stressfaktor, bringt es dich komplett aus dem Konzept und du kannst das letztendlich gar nicht mehr machen. Und deshalb brauchen hochsensitive Menschen, vor allem hochsensitive Kinder in der Schule, einfach eine Spezialbetreuung. Was ich nicht meine, ist Sonderbetreuung, aber sie sollten mehr Zeit bekommen. Sie sollten generell in eine andere, nicht in das normale Regelschulsystem kommen, sondern in ein neues, offenes Schulsystem, wo sie ihre eigene Zeit haben, Dinge, die sie interessieren, zu durchdringen und aufzunehmen. Generell finde ich, unser Schulsystem darf da wirklich noch wachsen, weil es so viele von hochsensitiven Kindern gerade auf unserer Welt gibt. Punkt Nummer 9. Hochsensible Menschen brauchen mehr Alleinzeit als andere, also Zeit für sich. Warum? Weil sie sich erholen müssen, weil sie sich von den Energien, von den vielen Energien im Außen einfach abschotten müssen, um wieder sich zu spüren, um ganz bei sich anzukommen. Und das löst oftmals Unverständnis aus, einfach weil man dann vielleicht in einer Gruppe ist und man zieht sich dann zurück und wird dann vielleicht als arrogant hingestellt oder als derjenige, der was Besseres ist. Dabei ist es einfach so, dass man, ein hochsensitiver Mensch, einfach seine Zeit braucht, um sich zu reinigen, um einfach für sich zu sein und sich wieder zu spüren. Und Punkt Nummer 10 ist das Nicht-Verstanden-Werden in dieser Gesellschaft. Man wird oftmals verstanden, als ob man eine Memme ist oder als ob man da etwas spielt oder etwas irgendwie übertreibt. Dabei ist es einfach eine Eigenschaft, ein Potenzial, wie ich es nenne, das man besitzt. Und deshalb ist man nicht mehr wert und auch nicht weniger wert, weil jeder Mensch hat Potenziale, aber es ist ein Potenzial, eine tiefere Wahrnehmung zu haben, eine sensitivere Gefühl zu haben, Gespür zu haben auf Dinge. Und in unserer Gesellschaft, die einfach so laut ist, auf Zeitdruck, auf Stress, auf Funktionieren ausgerichtet ist, stößt das einfach oft als auf ein Nichtverstehen. Und hier gilt es einfach für dich auch als hochsensitiver Mensch auch wirklich Klarheit auch für dich zu haben, eben klar auch deine Grenzen zu setzen, zu lernen, wie du eben gut mit dieser Hochsensitivität auch umgehst, um auch in einer Klarheit Dinge mitzuteilen, um einer Klarheit auch zu sagen, ich brauche jetzt meine Zeit, weil ich einfach mehr wieder mich spüren müsste. Und nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich es nicht fühle. All das findest du in vielen, vielen anderen Videos von mir. Und was ich natürlich auch kreiert habe, ist eine Membership-Plattform, eine Community von so vielen, ja, hochsensiblen Menschen, die mittlerweile schon dabei sind, wo du die Möglichkeit hast, mit mir zweimal im Monat live zu trainieren, an deiner Intuition, an deiner Wahrnehmung und das in eine gewisse Richtung zu schulen. Und vor allem dich mit anderen hochsensitiven Menschen auch auszutauschen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Teile es sehr, sehr, sehr gerne. Damit machst du mir eine große Wertschätzung und vor allem abonniere meinen YouTube-Kanal und aktiviere das Klingelzeichen. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.